Was sollen Entscheider tun? Entscheider sollen als erstes nicht mehr unterscheiden. Wir wissen, dass Personen, die männlich sind, viel eher berufen werden als Frauen. Das ist nicht der Weg zum Erfolg. Wir können nicht zufrieden sein, wenn in deutschen Vorständen 90% Männer sitzen. Und dass es so ist, ist ein deutsches Problem. Es liegt an Stereotypen, Geschlechterrollen und damit verbundenen Erwartungen, die in Deutschland immer noch vorherrschen. Wir müssen weg von einer emotionalen Debatte hin zu einem gemeinsamen Ziel, zu einer gemeinsamen Grundlage für die Diskussion im Unternehmen, damit zumindest über die Ausgangslage Einigkeit herrscht. Nämlich, es muss mehr Frauen in Führungspositionen geben.